Ich war schon viele Jahre auf der Suche nach dem authentischen Klang von Chopin. Ich habe wirklich viele moderne Instrumente gespielt, sehr, sehr schöne. Und trotzdem hat mir immer irgendetwas gefehlt, weil ich mir bewusst war, das war natürlich nicht der Klang von damals. Und mir war bewusst, dass Chopins Lieblingsinstrument ein Pleyelflügel war. Und so habe ich mich auf die Suche begeben, einen schönen Pleyelflügel aus seiner Zeit zu finden. Dieser Flügel ist außergewöhnlich fein, ein sehr sensibles Instrument mit einem sehr warmen Klang und oben im Diskant eben das typisch Pleyelsche, nämlich diesen silbernen Klang zu hören. Das ist natürlich ein besonderes Gefühl. Und Chopin hat eigentlich nur in Salons gespielt, da waren nicht mehr als 200 Zuhörer maximal. Und so suchte ich nach entsprechenden Seelen. Natürlich auch nach einem guten Orchester, was eben auf historischen Instrumenten spielt. Und ich bin vor einigen Jahren Martin Haselböck begegnet. Wir machten damals das vierte Beethoven-Klavierkonzert mit den Bambergern Symphonikern. Das hat mich sehr überzeugt. Und jetzt sind wir hier in Wien im Brahms-Saal, der ja für seine wunderbare Akustik berühmt ist, ein wirklicher Kammermusiksaal. Also das ist ja wirklich einer der bedeutendsten, der schönsten Säle der Welt und der ältesten Säle. Also er ist eigentlich ideal jetzt für diese Kombination. Dieser zweite Satz gehört zum Schönsten, was jemals für Klavier geschrieben wurde. Mich würde interessieren, was Mozart und Beethoven dazu sagen. Das würde mich so stark interessieren. Ich glaube, dass beide begeistert gewesen wären.